Hamburg. Am Axel-Springer-Platz eine Großbaustelle und großes Bangen. Wie viele Mitarbeiter müssen gehen? Bei Bild, Sportbild, Computerbild. Dazu die Welt, werktags bald ohne Lokalteil. Und dann noch das. KKR wird Springers größter Aktionär. US-Investor übernimmt 43% von Springer. Manch einer sieht eine Weltuntergangsstimmung bei Springer. Der Deutsche Journalistenverband sieht allein in Hamburg bis zu 100 Stellen bedroht. Das ist eine Sorge um die Arbeitsplätze, das ist eine Sorge um die Zukunft der Produkte, für die die Kolleginnen und Kollegen ja zum Teil seit Jahrzehnten engagiert arbeiten. Unruhige Zeiten am Standort Hamburg. In den 90ern war Martin Jasdorf selbst Manager bei Springer, kümmerte sich um die Strategie des Konzerns. Heute lehrt er Medienmanagement. Ihn beschäftigt, was gerade passiert. Springer hat schon sehr früh den Weg zum digitalen Verlag eingeschlagen. Und das ja auch sehr erfolgreich und sehr viel konsequenter als die meisten anderen deutschen Medienunternehmen. Insofern ist der Weg, den Sie jetzt gehen, einfach wirklich sehr konsequent, sich ja von fast allen Printtiteln, muss man ja ganz ehrlich sagen, zu trennen. Berlin. Seit Mitte der 60er Jahre Springers Konzernsitz, früher direkt an der Mauer. Zur aktuellen Lage führt Zapp kein Interview, stattdessen ein Gespräch mit Lutz Meier. Der Wirtschaftsjournalist beobachtet Springers neuen Balanceakt. Das Hauptgeschäft von Axel Springer heute ist, Kleinanzeigenportale zu betreiben. Für Jobs, für Wohnungen und anderes. 3/4 des Gewinns kommt aus diesen Kleinanzeigenportalen. Vereinfacht gesagt bestehen diese Geschäfte ja aus einem Server, den man irgendwo hinstellt. Die Inserenten, die die Kleinanzeigen aufgeben, liefern den Content. Dadurch entstehen Vorsteuerrenditen von 40, 50%. So was gab es in den besten Zeiten des Verlagswesens nicht. Die US-Investoren von KKR wollen etwa 3 Milliarden Euro in den Konzern schießen, damit er weiter wachsen kann. Das Kalkül, satte Gewinne, vor allem für KKR. Das hat schon mal geklappt. Von 2006 bis 2014 bei ProSiebenSat.1. Für mehr Profit strich der Konzern etliche Stellen im klassischen TV-Geschäft. Der Betriebsrat sprach von einem Erosionsprozess. Der Konzern würde ausgehöhlt. Was passiert jetzt bei Springer? Auf den Münchner Medientagen Ende Oktober. Die Branche diskutiert über die Zukunft und eine KKR-Managerin lobt Springers Digitalgeschäft. Gleichzeitig wird natürlich das traditionelle Geschäft bei Axel Springer immer Teil des Unternehmens bleiben. Also wir unterstützen die Bild, die Welt. Beides wird in der traditionellen Form so weitergeführt werden. Axel Springer selbst kündigt an. Wir gehen mit Bild und Welt jetzt den nächsten Schritt. Offiziell ist die Rede von Kosteneinsparungen von 50 Millionen Euro bei den klassischen Medien in Deutschland. Es ist schon ein deutliches Signal, die guten Jahre sind vorbei. Und es ist, glaube ich, vor allem Signal nach innen an die Leute, dass jetzt mehr gearbeitet, mehr Geld verdient werden soll und dass die journalistischen Bereiche keine Narrenfreiheit haben. Während die Kollegen im Printgeschäft um ihre Jobs fürchten, baut Springer im Digitalen aber auch aus und um. Im Neubau zieht der Konzern bald seinen TV-Sender Welt mit den Print- und Online-Redaktionen zusammen. Neben Fernsehwerbung soll die Welt vor allem im Digitalen Geld verdienen, mit Welt Plus, genauso Bild. Dafür kündigt Springer auch Investitionen an. Mehr als 100 Millionen Euro, vor allem in eine Live-Video-Strategie von Bild. Schon heute zücken Bild-Reporter ihre Smartphones praktisch überall, so wie hier vor der CDU-Zentrale. Bild geht live im Videostream. Das soll erst der Anfang sein und Springer investiert auch weltweit in Medien, die in Deutschland kaum einer kennt. Etwa Politico mit Informationen aus Brüssel zur EU-Politik und Business Insider, ein internationales Wirtschaftsportal.
Dass Springer den Journalismus weiter hochhält, hat vor allem mit Friede Springer zu tun, der Witwe des Gründers, und mit Matthias Döpfner. Der Journalist leitet den Konzern seit bald 18 Jahren. Von ihrem Großinvestor KKR haben sie sich schriftlich geben lassen, dass die letzten Traditionsmarken bleiben. Mindestens 5 Jahre, das können aber auch bis zu 10 Jahre sein. Die Vereinbarung mit KKR sieht einen großzügigen Ergebniskorridor vor, der faktisch einer Bestandsgarantie gleicht. Doch auch in der Medienbranche gilt, am Ende schaut ein Investor auf die Zahlen. Die suchen ja nicht die Seele, die suchen ja Return on Investment. Und für Mitarbeiter ist es natürlich schon wichtig, dass man ihnen das Gefühl gibt, das Unternehmen ist mehr als eine Geldmaschine. Ich glaube, als Springer-Mitarbeiter fühlt man sich immer noch als Teil eines besonderen Unternehmens. Aber natürlich sind auch harte Einschnitte nicht zu vermeiden, wenn es der Printbranche eben doch deutlich schlechter geht wie in den letzten Jahren. Einschnitte, bei denen viele etablierte Mitarbeiter auf der Strecke bleiben dürften. Hier schließt sich der Kreis. Denn wer sich bald als Journalist etwa in Hamburg einen neuen Job suchen muss, möglicherweise könnte er ihn finden. Auf einem Anzeigenportal von Axel Springer.